Was geht ab, Leute? Hier ist Riders Cars oder auch Jonas. Je nachdem, was euch besser gefällt, es freut mich, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt zu diesem neuen Video. Wir sind hier in Ungarn beim Outdoor Cooking Special Edition. Racetrack Edition. Racetrack Edition würde ich jetzt mal nennen, genau. Wir haben uns dafür auch ein ungarisches Rezept ausgedacht. Richtig, das ist mehr oder weniger Zufall. Haben wir hier schon auch gefühlt fünfmal gegessen, aber egal. Nämlich, was ist es? Langosch. Was machen wir jetzt Dessert? Haben wir da überhaupt eins? Nein. So, was müssen wir als erstes machen? Holzholen. Richtig, weil wir müssen das Ganze natürlich draußen machen, da wir hier keine Küche dabei haben. Und dementsprechend geht's los zum Holzholen. Ja, los geht's. Irgendwann später. So. Was brauchen wir denn für den Teig? Lese vor. Wir brauchen eine Prise Salz. Haben wir. Einen Würfel Hefe. Ich habe mal angenommen, dass das so ein Beutel ist. Na, da steht ja irgendwas dahinter. 42 Gramm frisch. Also wie viel ist hier drin in einem Beutel? Aber das ist ja keine frische, oder? Doch. Das ist doch scheißegal. Hefe ist Hefe. Okay. Hier sind 3x7 Gramm drin. Top. Also nehmen wir alle drei. Perfekt. Schauen wir einfach mal, was das wird. 125 Milliliter Milch. Haben wir. 500 Gramm Mehl. Haben wir. Kilo. Dann 125 Milliliter Wasser. Haben wir. 2 Esslöffel Öl. Haben wir. Gut, damit sollten wir erstmal für den Teig hinkommen. Dann brauchen wir noch den Sauerrahm und Knoblauch für die Soße. Und Käse. Und Käse. Und Salami. Und Salami. Jetzt Zubereitung. Der Teig heißt Sampfel. Wusstest du das schon? Dazu einen Teil der lauwarmen Milch. Lauwarm. Haben wir? Gut. Mit der Hefe verrühren, etwas Mehl dazu, bis es leicht bindet und an einem warmen Ort 15 Minuten ziehen lassen. Haben wir einen warmen Ort? Ja. So, danach abwechselnd das restliche Mehl und Milch dazugeben. Wasser, Öl und Salz zufügen und kneten. Beim Kneten sehe ich dich. Am besten mit einer Küchenmaschine. Haben wir. Mit Knethaken. Schritt 1. Schritt 1. Wir brauchen jetzt eine Schüssel. Wir brauchen eine Schüssel. Können Sie uns eine Schüssel reichen? Haben wir eventuell eine Schüssel? Lass mich raten, wir haben keine Schüssel. Was kommt denn jetzt? Oha! Ja, doch. Stark. Trauma. Wir haben aus unerklärlichen Gründen auf einmal eine Schüssel. Also, wir brauchen jetzt einen Teil der lauwarmen Milch. Hau mal irgendwas rein. Ich könnte schon wieder kotzen, wenn ich das höre. Ein Teil. Was ist ein Teil? Ja, wir brauchen insgesamt 125 Milliliter. So, also haust du jetzt mal einen Schwaps rein. Einen Schwaps? Hau einen Schwaps. Einen Schwaps. Los jetzt. Ich hab Hunger. Reicht. Nee. Was ist denn für dich ein Schwaps? Okay. Alter, mach weiter. Wie soll denn da sich die Hefe auflösen? So, jetzt. Wir brauchen jetzt Hefe. Du meinst Elestö? Hau rein. Du musst ja auch was machen. Gut. Ofen. Immer gebacken früher. Grüße an meine Oma. Nur die das angucken? Die gucken das immer an, ja. Oha. Treue Abonnenten. Sehr gut. Jetzt sollst du das verrühren. Requisiten. Ich bin frei. Requisiten, Achtung. Danach abwechseln, das restliche Mehl und die restliche Milch dazugeben. Wasser, Öl und Salz hinzufügen. Moment mal, warum das restliche Mehl? Was haben wir denn mit dem vorherigen Mehl gemacht? Gar nichts. Es steht auch, das ist gleich, ganz klar E-Mail schreiben, dass das Rezept falsch ist. Du sagst Stopp, ja. Ja, hau rein. Wir brauchen auch noch 2 Esslöffel Öl, ne? Die hauen wir auch gleich mal mit rein. Das ist Teamarbeit, wie auf der Strecke hier. So, jetzt kannst du mal ein bisschen mehr Milch dazu geben, bitte. Du machst das super. Bin zwar immer noch gespannt, wie da draus 4 Stück werden. Du hast auch noch nicht alles mehr drin, ne? Hau jetzt alles rein. Ja, wird schon passen, oder? Super. Ja, das läuft, ja. Ich glaube, jeder Bäcker tötet uns gerade in diesem Moment. Ich bin jetzt einfach. Als hättest du es schon mal gemacht. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Super. Ich hätte es nicht besser hinbekommen. Lass bitte nicht fallen. Das ist unser. Wir haben das wirklich das Einzige, was wir jetzt zum Abendbrot hier machen. Warte, ich mach's jetzt wie in Italien bei den Pizzerien. Pizzerien? Pizzerien. Sieht doch schon fast aus wie ein Langosch, oder? Könnte schon fertig sein. Jetzt müssen wir ruhen lassen. Wie lange? 20 Minuten ruhen lassen. Also stellen wir das Ding jetzt in die Sonne, oder? Es gibt keine Sonne mehr. Wir haben keine Sonne. Was machen wir jetzt? Gute Frage. Lassen wir jetzt mal gehen hier. Geht schon. Fluffig. Jetzt setzen wir uns 20 Minuten her. Ja. Wollen wir dabei schon mal die Sauerrahmsoße zubereiten? Eine Soße aus Sauerrahm, Salz und Knoblauch anrühren und die fertigen noch heißen Langosch damit bestreichen. Also wir müssen faktisch einfach nur alles zusammenwerfen. Also brauchen wir jetzt eine Knoblauchzehe zerdrückt, Salz und Sauerrahm, aber nur einen Esslöffel. Ne,
Naja, klar, du musst von dem fertigen Sauerrahm dann einen Esslöffel auf den fertigen Langosch machen. Das sind ja die Zutaten für die Soße. Wie wenig Soße willst du da pro Langosch machen? Es kann ja nicht jeder Soße mit Langosch essen. Es gibt halt auch Leute, die essen Langosch mit Soße. Gut, dann möchte ich aber bitte... Soße mit Langosch. Ja. Perfekt, wir klatschen also den ganzen Becher rein. Die Frage ist jetzt, wie viel Knoblauchzehen machen wir jetzt da rein, wenn wir den ganzen... Nee. Eine komplette Knolle. Das sind ja in Ungarn. Also ich würde sagen, wir machen... 3. 5. 4. Requisiten, ich kann sprechen. Okay, sehr gut. Wir nehmen also 4. Sehr, sehr schön. Also brauchen wir eigentlich ein Messer und ein Brett. Requisiten. Okay, da ist jemand sauer. Also hau ich jetzt alles rein, sagst du? Du hast alles rein. Sieht ganz schön eklig aus. Naja, mit Schutz. Macht man das überhaupt so? Ich habe keine Ahnung. Soll ich mich da weiter mal ums Holzhacken kümmern? Das kannst du gerne tun. Das ist echt viel Knoblauch. Ach, sag bloß! Ich muss das jetzt zerdrücken. Na dann, zerdrück mal. Du wolltest am liebsten noch 2 mehr machen. Und wir müssen jetzt das Ganze in 1,5 cm durchmessrige Bällchen formen. Da hat jemand Bock. Und Hunger wahrscheinlich. Deswegen ist er auch hier. Okay, das müssen wir mit Öl bestreichen, genau. Ah, nicht zu viel. Ja, doch. Oha, ja, mitgedacht. Also das ist natürlich jetzt schon eine Leistung gewesen. Also jetzt müssen wir das Ganze erstmal 20 Minuten stehen lassen, ne? Ja. Und dann könnte ich ja anfangen mit dem Feuer machen, theoretisch. Also heißt? 10 Minuten warten, Feuer machen, Öl hochheizen, kneten, rein. Das klingt nach einem Plan. Los geht's. Also, bis gleich. So, Feuer. Feuer. Schaffen wir das? Klar. Aber die sind schon größer geworden, tatsächlich. So, pass auf jetzt. Jetzt das Öl in das Feuer. Ist es so gut, mit der Ölflasche am Feuer dran zu sein, ja? Steht so im Rezept. Steht im Rezept? Na, jetzt schauen wir mal, ob wir das hier erhitzt kriegen. Also. Es riecht wie in der Fritteuse. Perfekte Voraussetzungen. Gut, los geht's. Wie machen wir denn das jetzt eigentlich? Was soll ich machen? Ziehen. Ja, an den Rändern muss es höher sein. So, was sagst du? Viel zu klein. Wie soll ich denn das noch? Na, dann mach selber. Ja, es war echt mini. Guck mal, wir haben 2, 4, 6, 8 Stück. Dann lass doch lieber 8 kleine machen. Ja. Bereit? Nee. Gut. Boah. Alter, was ist denn jetzt? Wie krass. Kurz das ganze Öl einmal ins Feuer geschüttet. Wie genau wenden wir das jetzt nochmal? Alter, okay. Mit der Hand. Pommes oder was? Ja. Ey, krass. Nummer 1. Kurz fallen gelassen auf dem Weg. Krass, ey. Sieht mehr aus wie ein Schnitzel, aber ja, wir werden sehen. So. Top. Besser geht's nicht. Fürs offene Feuer ist gut, muss man sagen. Ja, warte, geh mal rum. Nee. So. Ja, sehr gut. So, wir machen jetzt mal einen kleinen Soundcheck. Besser als eine Fritteuse, ja. Ist der Wahnsinn, oder? Hast du eigentlich die Soße, nenne ich jetzt mal, schon mal gekostet? Nee, noch nicht. Ich denke mal, das wird auch nicht nötig sein, weil die wird zu 100% aus Knoblauch bestellt. Aber ich kann ja mal kosten. Alter! Schmeckt das nach Knoblauch? Minimal. Minimal? Minimal. Na, dann ist alles super. Normal können wir eigentlich unseren Job kündigen. Wir können ja Langosch-Verkäufer werden. Ja. Am Ballertag. Ich kündige meinen Job. Das wird das ganz Großes. So. Also, wir haben angerichtet. Herrlich. Und müssen jetzt das Ganze noch belegen. Hier hast du schon mal deine Soße. Konsistenz ist mega. Genauso wie ich in der unten gegessen habe. Dann als erstes Soße drauf damit. Ich schneide in der Zeit die Salami. Es
wirkt hart. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Es ist leider schwierig, jetzt irgendwie was Nahaufnahmemäßiges zu machen. Wir sind schon froh, dass wir überhaupt noch was sehen, weil es wird echt schnell dunkel. Ich geh mal zur Kamera, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Top, oder? Okay, also fangen wir jetzt lieber mal an, bevor es wirklich dunkel ist und wir gar nichts mehr sehen. Guten Appetit. Ab geht's. Krass. Mit Salami. Ich denke, wir machen lieber auch gleich das Fazit, weil, wie gesagt, das wird echt schnell dunkel hier und deswegen machen wir... Okay, und deswegen machen wir jetzt gleich das Fazit bzw. die Bewertung. Wir haben natürlich auch leider nur eine Speise, weil wir sind ja hier im Nichts. Deswegen können wir natürlich jetzt auch keine drei Gänge machen. Aber ich denke, der eine war schon aufwendig genug eigentlich. Was ist jetzt deine Bewertung? Von 1 bis 10 natürlich wie immer. Von 1 bis 10 würde ich eine 7 geben, aufgrund vom Teig. Weil der Teig schmeckt nicht nach einem typischen Langosteig. Ein Langosteig ist ja schon eher fluffiger. Und das ist jetzt wie so eine Art Brotteig, was aber echt gut schmeckt. Also schmeckt wirklich richtig gut. Die Sour Cream ist echt mega. Also eine 7? Ja. Okay, ich würde der ganzen Sache tatsächlich eine 8 geben, weil ich habe, glaube ich, echt Ewigkeiten keinen Langosch mehr gegessen. Und ich meine, dafür, dass wir ja hier im Nichts sind, dass wir beim Feuer gemacht haben und so, das muss man ja mit einberechnen, ist es schon verdammt gut. Meiner ist nochmal ein ganzes Stück härter, glaube ich, als deiner sogar. Aber auch tatsächlich die Sour Cream oder was auch immer, Sauerrahm, wie auch immer man es jetzt nennen will, ist wirklich... Schmeckt gut. Genauso, schmeckt wirklich schmeckt, genauso. Schmeckt gut. Ich finde es jetzt auch nicht so ultra krass knoblauchlastig. Nee, geht. Und mit der Salami noch viel besser, also ich bin absolut zufrieden. Sehr gut, wir werden jetzt mal noch weiter essen und das Outro bekommt ihr dann später. Also dann, bis später. Wie ihr gemerkt habt, wurde es dann wirklich schnell dunkel und deswegen mache ich jetzt das Outro mittlerweile schon wieder zu Hause. Seht das einmal mal als kleine Special Edition oder sowas. Ich fand es auf jeden Fall mega cool, dass Julius bei der ganzen Sache mitgemacht hat und ich denke, es hat sich auch wirklich gelohnt, rein geschmacklich zumindest. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Falls ja, lasst dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr ein bisschen geschaut habt, dann scheint euch ja das Ganze ziemlich zu interessieren. Also abonniert mich gerne, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Es ist gratis für euch und unterstützt mich wirklich sehr. Also einfach draufklicken. Und was mich natürlich auch sehr freuen würde, wenn ihr unten in die Kommentare vielleicht euer Feedback reinschreiben könntet, damit ich zukünftige Videos weiter verbessern kann. Und zu guter Letzt natürlich meine Social Medias, welche alle unten in der Videobeschreibung verlinkt sind, könnt ihr alle auschecken. Ihr könnt natürlich auch einfach den Namen, der jetzt hier unten eingeblendet ist, auf fast jeder Plattform eingeben und dann solltet ihr auch eigentlich überall fündig werden. Also schaut einfach mal vorbei. Aber wir sind jetzt wirklich am Ende des Videos angekommen. Falls ihr nicht wisst, dass ich jeden Sonntag um 12 Uhr ein neues Video hochlade, dann aktiviert doch einfach die Glocke, dann bekommt ihr meine Pop-Up-Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Aber das war's nun wirklich. Also dann Leute, macht's gut und ciao.